willkommen zu Uncharted 4. Ja, wir haben letztes Mal eine richtig wilde Ballerei wieder mal angefangen. Und die werden wir jetzt mal stilecht fortsetzen. Dann haben wir schon den ersten Sniper, den wir wegdraggen werden. Stimmt, wir müssen ganz hier. Ah, ein bisschen höher. So, der ist down. Oben kommt keiner, gut. Diese doofe Selbstschussanlage. Die ist echt zu doof. So, deswegen gehen wir hier um. Was ist das denn für ein Teil? Was? Okay. Da. Fuck, fuck, fuck. Verdammt, Nathan, beweg dich jetzt. Die Waffe, die ist mir noch ziemlich... Ach man, du mit deinen behinderten Granaten, ey. Das gibt's doch hier nicht. Mach, dass du wegkommst. Ist da noch irgendwo ein Packet? Na, gut. Sehr gut sogar. Dann ist dann nur noch die Selbstschussanlage. Aber die Waffe gefällt mir, die ist gar nicht mal so schlecht. Hier, Rutschi, das ist doof. Was ist das hier für eine Waffe? Eine Custom. So, was macht die Kaste? Ich bleib bei der, die hat deutlich mehr Schuss. Was ist das hier? Boah! Leute, ne, neue Entscheidung. Was ist das hier? Parakaliber, ja. Ist schön, ja? Die komplette Stadt, die Collector's Edition von der Para-Edition. Stylo. So. Leute, ich bin gerüstet. Wo seid ihr? Ich meine, das war doch schon alles. Das kann doch nicht alles von Rafe Sam Budget gewesen sein. Der hat mega viel mehr Kapital. So. Hier geht nach oben. Schön Kreis. Ja. Schön nach oben. Ja, Nathan. Warum sind wir hier? Deswegen. Ja, Mann. Ach, das sind die coolen Momente in Uncharted. Ach, das ist doch schön. Ich setze mich auch gerne hin abends und tattle ein bisschen Uncharted. Ja. Auf einem privaten Kanal. Ja, ich habe zwei PSN-Accounts. Okay. Der eine ist ja RayonLP. Der eine, andere ist RayonLP Online. Ja, da könnt ihr euch schon vorstellen, wo ich online spiele. Das ist schwer zu raten wahrscheinlich. Heilige Scheiße, genau. Ja, jetzt, falls ihr mal Bock habt, bei mir eine Runde Overwatch zu zocken. Ne? Einfach mal eine Partie mitzocken. Oh, addet mich einfach. Schreibt mir eine Freundschaftsanfrage. Oder eine Spielernachricht, egal was. Auf RayonLP Online. Und kommen wir mal weitersehen. Was ist das? Oh. Durchlesen. Ui. Ist ganz schön. Oh. Richtig viel. Verehrter Finder dieser Nachricht. Jonathan Burns, ehemaliger Anführer und Geldgeber unserer Expedition, hat mich ermordet. Und andere. Um an Averys Schatz zu gelangen. Er hat die Mannschaft bis zur Erschöpfung arbeiten lassen und Ruhm versprochen. Ihnen jedoch nur Krankheit und Hungersnot gebracht. Er hat einen Mann an einen Mast gebunden und ihn dort sterben lassen. Dann wurde ich Zeuge, wie der Bastard unseren Navigator ins Verderben stürzte, weil er es gewagt hat, seine Meinung laut auszusprechen. Das ist gar nicht mal so schlau. Er entdeckte mich dabei, wie ich Vorbereitungen für die Heimreise traf. Und stellte mich zur Rede. Ich zog meine Pistole und sagte ihm, dass ich nach England zurückkehren würde, um der Welt von seinen Taten zu berichten. Und als ich mich abwandte, schoss mir der Schurke in den Rücken und floh in den Dschungel. Ich erwiderte das Feuer, bin mir aber nicht sicher, ob die Kugeln ihr Ziel erreichten. Tja, zu spät, wie es aussieht. Meine Zeit wird knapp und meine Hand schwach. In Abwesenheit rechtschaffener Justiz
erbitte ich dringend um ein Gebet zu Gott im Himmel, dass Burns für seinen Verrat zahlen wird. Gezeichnet Walter Hayes. Erster Offizier der Suffolk. Suffolk? Suffolk? Irgendwie so. 23. März 1808. Ein bisschen vor unserer Zeit. Wollen Sie mich umdrehen? Nicht, okay. Schließen. Wow. Ganz schön düster. Jop, das ist. Hans Crew hatte wohl genauso viel. Na, harter Tobak. Ist hier noch irgendwas? Geht's hier weiter? Kann doch nicht sein, dass hier nicht weitergeht. Aber doch. Sieht hier mit den Schatten so aus, würde sie nicht weitergehen. Och, ein kleiner Schatz. Ein kleiner Schatz, sagt ich. Ja. Das hättest du gebraucht, Kumpel. Dann wärst du ausgerüstet gewesen. Ja, ich kenn das Tutorial. Da muss ich mich in meinem blenden. Das ist nicht was. Was denn? Nein. Nein. Oh, shit. Wow. Ich dachte, der große Felsen hält. Scheiße. Oh, nein. Noch nicht hochziehen. Was ist, wenn da irgendwer... Oh, wir haben hier die mega geile Knarre, ne? Das ist ja bis jetzt einfach nur die... Oh, guten Morgen. Ich hätte dich fast umgepustet. Ja, das war echt knapp, Sam, oder? Du bist okay. Ja, mich holt so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na klar doch, wir sind robust. Auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also... Was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können... Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist? Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten. Ui. Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Harte Worte. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay, die letzten 15 Jahre Ach, meines komm, Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Heilige Scheiße. Wow, Gänsehaut. Mal sehen, was wir noch finden. Echt geiler. Ja, hoffen wir mal, der Rest davon ist nicht unter jahrhundertealtem Schutt begraben. Immer positiv denken, das ist richtig. Zu sehen? Komm nicht hoch, schade. Das ist eine Tür, da wollen wir da rein, oder? Nathan, hier geht. Oh, Sam, die Tür. Hier oben. Ich komme. Nicht hier unten. Oder nicht? Kein
Hier sah es auch schon mal besser aus, hm? Ja, ganz besonders das Dach. Ja, hoffentlich fällt es uns nicht auf den Kopf. Ach, es hält schon. Wieder ein kleiner Schatz, wie es aussieht. Nee. Nathan? Button smashing, button smashing, button smashing, button smashing. Switching. So. Seb, hier lang. Und dann passt er da durch. Stimmt. Muss ich doch nicht anheben. Passt er doch sicher durch. Was? Nathan, du bist doch nicht fett. Och nö, hey, das ist unrealistisch. Ich glaube, wir können hier durch. Okay. Ich folge dir mal, ne? Hier geht's lang. Ja, hier geht's längs. Nur nicht hoch. Staubig. Doch. Nee, schade. Dann geht's hier weiter. Bruder, gehst du bitte ein bisschen ein Stückchen zur Seite? Hey! Ich komme hier nicht weiter. So. Hey Mann, kannst du ein bisschen zur Seite gehen? Das wäre sehr freundlich von dir. Hey. Oh, komm schon, Mensch. Warum geht's nicht weiter? Schlag dir das auf den Kopf. Wir müssen unten weiter. Doch du stehst mitten im Weg. Heilige Scheiße. Auf den Weg, verdammt. Warum steht der so blöd? Okay, wenn du da drüben stehst, dann können wir das zu zweit anheben. Nein. Bruder, das ist echt der ungünstigste Zeitpunkt, da zu stehen. Kannst du doch nicht einfach ein paar Schritte nach links gehen? Nur ein paar, Mensch. Oh. Jetzt komm schon, verdammt. Ah. Ist das dein verdammter Ernst? Ja, juckt, ne? Wo willst du jetzt weiter? Bis da unten geht's weiter, Junge. Ich geh einfach mal ein paar Stückchen, vielleicht kommt er mit. Und dann gehe ich vor. So. Weil die kann ich nicht weiter zurück, das ist das Doofe. Och, komm schon, Mensch. Und so beenden wir das Let's Play von Uncharted 4. Nee, Spaß. Also ich hoffe es nicht. Das kann doch nicht jetzt mega der Bug sein, dass wir nicht weiterkommen. Ich kann ja auch drücken, wie ich will. Ich komme ja nicht durch. Der steht einfach nur mega im Weg. Bruder. Kannst du nicht vielleicht ein bisschen, ein Stückchen nur zur Seite gehen? Nur ein Stückchen. Ja, ein Fotomodus verlassen. Hi. Ich komme nicht weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht dein Ernst sein, Bro. Ja, verschwinde. Hau drauf, Nathan. Ja, ja, wir haben uns durchgetreten. Ja, so sollte man sich durchsetzen. Der Bruder nicht hört, einfach drauftreten. Nimmt euch das zum Vorbild, Leute. Das ganze Gekrieche ist ein gutes Oberschenkeltraining. Jo. Klar doch. Kann ich mich wieder ausstrecken? Ja, du sagst es. Hm. Dann geht's wieder rein. Schade, ich dachte, wir würden wieder umkriegen. Ich weiß was. Los geht's. Aufgepasst! Wir sind wieder im Geschäft. Das musst du dir ansehen. Wow. Was ist das, Libertalia? Was siehst du? Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Komm schon. Was siehst du?
Willst du es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Libertalia. Libertalia! Das lange verschollene legendäre Piratenutopia, entdeckt nach 300 Jahren. Von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich hab immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Genieß den Moment. Geiler Spruch, Bruder. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Tja, denk produktiv. Also, ich bin sprachlos. Kapitel 14, mit mir im Paradies. Verdammte Scheiße nochmal, Nathan. Das ist für dich also sprachlos. Ja, das ist schon heftig, ja? Ja. Ja, vielleicht Jahrzehnte. Wie konnten die das hier all die Jahre geheim halten? Heftig. Es ist nur dieser Ort. Selbst ohne Schatz ist das ein ziemlicher Fund. Stimmt wohl. Hey Sam, sieh dir das an. Eine Schmiede. Oh. Hier sind ein paar Entermesser. Können wir das nicht mitnehmen hier? Du räudiger Hund. Cool. Ich wollte nur... Ja, nein, ich weiß. Das sollte nur... Genau. Du bist ein mieser Pirat. Geilo. Gefällt mir. Jetzt sind beide Wendel wieder gut drauf. Das ist schön. Haben Sie mit anderen Völkern gehandelt? Ja, wenn du talken willst, dann talken wir. Nicht auf dieser Insel. Sonst hätte die Welt von dem Ort hier erfahren. Womöglich. Was ist das hier? Hey Sam, sieh mal. Sieht aus wie ein Verhaltenskodex für Piraten. Schön. Ich dachte, hier ging es darum, keine Regeln zu haben. Selbst Piratenschiffe hatten eigene Regeln. Nee, verlos. Hüpf. Nathan, nein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich das Ende des Spiels sein soll. Ich glaub's nicht. Ich glaube, da kommt irgendwie noch ein Plot-Twist, dass die hier keinen Schatz finden oder dass irgendwer schneller war. Na klar. Ich glaube nicht, dass das Ende vom Spiel ist. Ich glaube nicht, dass sie einen Schatz finden. Ich glaub's einfach nicht. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier nicht aufhören will mit dem Spiel. Aber ich glaub's einfach nicht. Sieht aus, als führt hier ein Weg oder sowas durch. Ja, dann zwäng dich durch, einfach. Bist du fett? Na, ein bisschen abspecken, dann läuft das. Hen. Jo. Komm nicht hier hoch, okay. Gibt doch bestimmt eine Stiege, ne? Eine Treppe oder so. Hi, Bruder. Oh, Statue. Henry Avery, wie er voll bemoost ist. Schön. Eine Laute. Immer noch, glaube ich, so, ne? Hey, sieh mal, es gab hier Familien. Ja, aber zur Hölle sind alle hin. Ich meine, sind alle entführt oder was? Das ist hier die Frage. Captain Avery, hab dich schon gefragt, wann du auftauchst. Da ist er doch. Selbst Piraten brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren.
Wie sah's denn? Tja, so ist das. Arschlöcher gibt es wohl überall. Nein, nach links runter bitte. Danke. Dann habt ihr bestimmt drüber. Hier entlang, mir nach. Oh, eine Ratte. Da hoch. Nathan? Nathan, komm schon. Ich sehe doch den Haken. Ha, da kannst du den nicht festhalten? Na gut, dann gehen wir unten durch. Hey, Sam, komm lieber her. Das kann was sein. Ja, da könnte er tot sein, wenn er so weitermacht. Kurz vor dem Schatz noch einmal gemöchelt. Sieht aus wie eine Art Versteck. Aber vor wem sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst? Sieh dir das an. Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und... Bang. Da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Was haben sie das ganze Geld versoffen? Hey, sieh dir das mal. Was soll das Symbol? Ich habe welche gesehen, als ich nach dir gesucht habe. Wer markiert diese Orte? Ist das noch ein Siegel? Ja, vielleicht gab es Ärger im Paradies. Geheimgesellschaften. Möglich. Aber Leute, bevor wir diesen Ort weiter erkunden, beende ich hier diesen Part. Ja. Ich weiß, die letzten Parts sind nicht ganz so lange gewesen wie sonst. Aber so geht sich einfach zeitlich alles ein bisschen besser aus. Und so könnt ihr auch mal gechillt ein bisschen kürzer schauen. Ich meine, diese langen Parts, 25 bis 30 Minuten, das ist auch schon ein bisschen lang, ne? Denke ich mir halt mal. Ist auch für manche nicht so schön zu schauen, denke ich mir. Also, guckt die Folge Overwatch, die heutige. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.